So, herzlich willkommen zurück zu meinem Plutonia 2 Let's Play. Und ach ja, ich bin ja schon ein bisschen traurig, ne? Plutonia 2 neigt sich so langsam, aber sicher dem Ende. Ja. Finde ich jetzt so gar nicht gut, aber naja, es ist halt so. Dann wollen wir mal das vorletzte Level anstreben. Hier, sieht hier relativ unheimlich wieder aus, ne? Bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Und ich mal. Wow, die Musik, ey, die Musik. Und ich muss mal eben ganz kurz, geht gleich los. ja. Ich habe hier nämlich ein bisschen geschweineigelt mit meinem Cappuccino. ja. Das ist das Problem, wenn man gegen die Tasse kommt. Es geht gleich los, ein bisschen Standbild am Anfang. Das habt ihr auch lange nicht mal gehabt, sowas, ne? Ja. Ja, ich muss mich jetzt erst, der Doomguy muss sich erstmal mentalisch darauf vorbereiten und jetzt einen Schluck aus der Cappuccino-Tasse nehmen. Extra mit Schlürfen, damit es auch authentisch ist. So, nun geht's aber wirklich los. So, ja. Was? Ja, Festplatte, du nimmst jetzt nicht nur Standbilder auf, ne? Brauchst dich gar nicht dran gewöhnen, es geht jetzt voll los hier. Ah, das sind Imps, das sind nochmal Imps. Oh, oh. Was? Wer wagt es? Ich hätte mich hier eben so dumm. Ach, ein Shotgun, oh Mann. Gibt auch eine halbe Sniper-Shotgun hier. Ach, was will der denn jetzt hier? Ha! Hier eine Shotgun, schmeckt voll lecker, immer nach Schrot. Ja, mit der Säge. Das ist natürlich genau das Richtige für die Entfernung. Da muss man die Säge einsetzen. Wahrscheinlich eher nicht so, aber. Wo willst du hin? Planst abzuhauen. Du willst aus meinem Auto eben verschwinden, ne? Gib's zu. Ach komm, leg dich doch einfach schlafen. So. 29. Ah, ich bin echt ein bisschen traurig, dass das Plutonia sich die Midnight. Ich liebe das Ding. Zumal die Levels ja echt schön waren. Was will der denn schon wieder? Immer diese ausgehungerten Hunde. Da lief doch noch ein Shotgun da. Ja, vorsichtig. Vorsicht, wenn man so und vorsichtig hier vorbeiläuft, ne? Ja. Da könnte so ein Ghetto-Gangster von der Straße mit der Shotgun reinballern, ne? Ja. Das ist die Kriminalitätsrate in diesen Gassen hier, das soll sehr hoch sein, aber das hast du jetzt ja auch gespürt, ne? Da schießen die Kriminellen sogar in die Gebäude hinein, mit so einer hier, so einer Chain Gun halt gleich direkt, ne? Nicht mit einer einfachen Pistole oder so. Ne, die fahren hier die großen Geschütze auf. Gut, hier ist nichts weiter. Wie viele Secrets überhaupt? Was? 507 Monster, heilige Scheiße. Ah, jetzt geht's aber los hier. Da muss doch glatt mal der Zombie für sterben, ne? So vor Schreck und so. Das ist ein Manku. Indem ich nur nicht rankomme. Ja. Auf jeden Fall erstmal speichern, immer schön viel speichern. Ein Baron. Und ein Commander Keen. Interessant. Oh! Du wolltest doch nicht etwa angreifen, ne? Mein Schrot gibt dir die Antwort. Also, das ist kein Problem. So.
Ne, mein Schrot, das nimmt dir die Entscheidungsfrage ab, ob du angreifen sollst oder nicht. Und diese Schmerzentwicklung, die dadurch entsteht, ne? Die nimmt dir die Entscheidung dann ganz leicht ab. So. Dieser Manko, ne? Er kann auf mich schießen, aber ich nicht auf ihn. Das ist nicht immer so diskriminierend eigentlich. So, aber hier ist schön viel Moon. Und ich muss mal mit Gebrüll auf die Berserk-Faust, ne? Weil die so geil ist. Aber mit der Berserk-Faust erreiche ich den Manko auch nicht. Aber den. Erledige das mal. Ach komm. Au, 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 au. Ja genau, erledige den Typen, der war eh scheiße. Habt ihr recht. Hier ist mal Schluss jetzt hier, ne? Ups. Hier, Schluss jetzt hier. Komm, verpiss dich. Damit das mal klar ist hier. Was willst du denn? Wolltest du guten Tag sagen oder was? Du auch, ne? Ja. Dass man denen immer alle zurechtweisen muss, wie sie sich zu verhalten haben. Schlimm, schlimm, schlimm. So. Gut, ja, was ist jetzt mit diesem hässlichen Soul jetzt? Hat die es bald mal? Nein, hat sie nicht, deswegen wird sie jetzt abgeschossen. Ganz einfach. So, was willst du denn jetzt? Du möchtest ja gerne runterfallen, hab ich beschlossen. Na gut. Schäm dich, dass du nicht runtergefallen bist. Bäm! Vorsicht, wo sich die Tür öffnet, ne? Vorsicht vor offenen Türen. So passt das chromatisch besser. Jo, mach den mal platter. Oh, das ist ein Manko. Müssen wir schnell abhauen. Der möchte nämlich gerne eine Schrot in die Fresse. Und da kommt eine Spinne. Kann man den nicht irgendwie von hier beseitigen? Klar kann man das. Der geht mir schon die ganze Zeit auf den Geist. Lass dich beseitigen, du störst. Na also. Was will dieses Tomatensalatvieh jetzt? Boah, Mann, schneiden hier. Irgendwas macht mich hier ganz böse fertig gerade. Muss mal weichen, du auch. Ja, weiche mal. Muss den da mal töten, so. Zack. Oh, da schießt was auf mich. Gib mal dein Hello Kitty Pflaster her. Zack. Zack. Klappt doch alles wie am Schnürchen, ne? Bamsen. Oh, das kam aus dem Herzen. Glaub mal. Hier, ich gebe doch ganz herzhaft die Hand, ne? Herzhaft. Ja. Klang komisch, klingt es auch. Aber was soll's? Ich will jetzt auch gerade nicht das korrekte Wort dazu meinen. sagen wir es einfach aus dem Herzen heraus, gebe ich ihm die Hand so. Ach, da ist noch eine. Ich habe hier ganz vergessen. Na, warte. Das kriegst du wieder. Ha! Das kriegst du wieder, du. Ja. Mal ein bisschen hier erkundschaften hier. Ich weiß gar nicht, wo ich zu essen gehen soll. Also zuerst müssen wir auf jeden Fall erstmal diesen Chain Gunner da ausrotten. Also ich meine halt diese mehreren Chain Gunner. Ach, da ist schon wieder so ein scheiß Revenant. Die da oben nerven auch und der kommt her, ne? Ist ein bisschen ungünstig gerade. Ah, das hat mich ja umgebracht. Damit habe ich nun gar nicht mit gerechnet. War ich denn echt schon so los schon wieder? Hilfe, Hilfe. Lass uns erstmal dafür sorgen, dass diese Spinne mal abkratzt. So. Perfekt, ey. Stör mich nicht bei der Arbeit hier.
komm, na komm. Vorsicht vor um die Ecke stehende Shotgunner. Und da warne ich schon noch hier, dass hier längste Rate sehr hoch ist, ne? Tja, wer nicht hören will, spürt das in Form von Schmerz, ne? So. Tadam, da ist noch ein Chaingunner. Wie viel haben wir denn schon? 62, ne? Da ist ja vieles offen hier. Ach du Scheiße, da ist ein Cyber. Ah, was wollt ihr denn jetzt auf einmal? Empfangen wir doch ganz liebevoll hier, komm. Ist doch gar kein Problem. Ach, diese Grille soll mal sterben da. So, na also. Und Zeit. Alter, da ist noch einer. Oh, ich bin ja schon wieder fast tot. Ich merke das immer gar nicht. Schmerzen sind schon sowas, sowas Normales auf der Welt geworden, dass man das schon gar nicht merkt, wenn man halbwegs am Verrecken ist. So. Bitte nicht. Das hätte mich umgebracht, wenn das getroffen hätte. Mit einem Scheißfahrer tot kriegen, ja genau den da. Ich lebe hier doch nur noch am seidenen Faden, Mensch. Berücksichtigt das doch, ihr Monster. Nein! Welches Tool denn jetzt? Och nein! Welche denn? Ich hab da keine gesehen. Ich sehe da auch immer noch keine. Welche sollen das gewesen sein? Das ist ein schön Schmotter, kann ich alles von vorne machen hier. Aber dann kann ich ja gleich. Das ist ja cool, dann kriegst du ja herzlich empfangen hier. Ja, mit Selbsttöten. Dann machen wir das jetzt ein bisschen effizienter hier, so. Schluss jetzt hier. Die Rache kommt, ne? Jetzt lässt er noch am besten. So. Jetzt kriegt er mich nicht einmal. Ha! Habt ihr nur davon. So. Kriegen sie halt diesmal echt nicht hin. Aber welches Sohn hat mich da eben getötet? Das fragt mich jetzt nach wie vor. Na gut. Nun haben wir es ja souverän geschafft. So. Durch lasse ich mal in Ruhe da. Was willst du denn jetzt schon wieder? Immer schön sterben. So, hier oben auch. So, perfekt. Was haben wir da hinten noch? Ein Zombie, den wir gerade mal getötet haben. Ne, wir haben es schon mal bemerkbar gemacht. Die wissen schon mal da drüben, dass wir da sind. Also. Lass mal gut sein. Kann man den vielleicht schon ausschalten, so rein zufällig? Oh, ich kann da sogar hin. Ist ja auch nice. Verdammt. Na gut. Ja, ja. Macht euch mal gegenseitig platt da. Ja. Eine weise Entscheidung. Ach, da war ja der. Oh, der hat mich gejuscht. Nice. Oh, der jetzt aber schon. Wir hauen mal lieber ab. So. Aua! Nee. Elender Manku. Ich wollte eigentlich ganz gerne schon mal
Scheiße. Einfach mal ab da. Das ist doch eine elende Scheiße. Mensch, ich will doch nur... Immer der Stärkste oben. Ich treffe natürlich auch nicht. Boah, wie es mich zerlegt hat. Scheiße. Ach, komm. Wenn es wenigstens mal treffen würde. Ja, na, endlich. Mehr wollte ich doch gar nicht. Nur, dass der abkratzt. Mehr war doch gar nicht mein Plan. Ach, der lebt ja doch noch. Oh, ich glaube das doch einfach nicht. Ich dachte, der war tot. Hier, schieß mal die Tomaten ab da. Los, schieß doch mal. Ja, wunderbar. Perfekt. Muss ich mir meine Finger nicht schmutzig an die Dinger machen. So. Perfekt macht ihr das. Oh, cool. Die Schattenmunition hätte ich jetzt nicht unbedingt einsammeln sollen. Aber das wird wohl einmalig nicht so schlimm sein. So. Könnten sie jetzt mal da sterben, da oben? Oh, diese scheiß Saiwai. Die vor allem könnten wirklich mal sterben. Ich dachte, dass der eigentlich tot ist, Mensch. Das will alles nicht so, wie ich will. So, jetzt ist aber endgültig Ruhe hier. Wird auch mal Zeit hier. Schluss jetzt hier. So. Was mache ich jetzt mit den Cybern? So, jetzt erstmal hier hin. Ja, der die Mankus werden auch schießen, ne? Muss jetzt auch erstmal ausschalten, dass die mal aufhören damit. Ja, ja. Jetzt so gerne. Boah. Lass das mal, das tut weh. So, ihr seid schon mal vorgeschädigt. So, den Rest erledigen wir mit Raketen, würde ich sagen. Na, ich hänge irgendwo fest. Das ist scheiße. So. Zack. Nicht ran. Ihr müsst damit auch mal aufhören, ihr nervt doch schon ein bisschen. Du bleibst da stehen, Hell Knight. Scheiße, dass ich keine Raketen mehr hab. Der will aber auch nicht sterben da oben, ne? Oh, beweg dich doch mal, alter Schwede. So. Ja. Das war jetzt ein bisschen bescheuert gewesen. Perfekt. Von denen haben wir erstmal Ruhe. Na, ja, der ist auch endlich mal kapiert, dass er verrecken soll. So.
Perfekt. So. Nein. Oh, hier kann ich sogar laufen. Na denn. Kann ich auch wieder rauf, wenn ich das will? Ja, ich weiß selbst noch nicht so recht, was ich will. Fahr hoch, damit ich das so umgehen kann. So. Wo will ich eigentlich überhaupt hin? Das ist jetzt noch die Frage. So, du bist hin. So, ich muss mal kurz einen Cappuccino trinken hier. Lecker. Dann können wir auch gleich wieder besser schießen. Was soll das denn? Ich habe die noch gar nicht genommen. Noch keine Daseinsberechtigung. Ein bisschen ungünstig, wenn man nur Scheiße ist. Wenn man nichts Geeignetes mehr hat hier. Was ist das denn jetzt schon wieder gewesen? Ach, die Dinger. Oh, na wartet. Da müssen wir dem Ärgernis mal ein Ende setzen, hä? Huh? Ja, wie ich mich hier da treffen lasse, weil ich die Schottmunition nicht einsammeln will. Wo ist denn der jetzt noch wieder? Oh. Sogar noch ein Archweil irgendwo ernsthaft, ey. Wo soll denn der jetzt noch sein? Was bist du? Schlafen liegen. Oho. Guckt euch mal den Pinky an. Oh. Ich glaube, wir müssen hier mal abhauen. Ich nehme das mal mit. Irgendwas wird schon passieren. Nichts. Wirklich nichts. Das sieht jetzt echt noch friedlich aus. Aha. Da sind noch mehr Raketen. Wenn man die ganzen Raketen liest, ja. Oh, da ist da noch einer. Alter, die werden sich wohl nicht gegenseitig platt machen, ne? So, muss ich das irgendwie so lösen. Munition, die geht mir langsam aus, das ist das Problem. Nur Shotgun-Munition, aber hält sich auch nicht ewig. Verdammt. Stirb. So. Wir speichern erstmal. Ich möchte das nicht nochmal machen. So. Irgendwo ein Archweil, das spüre ich.
Irgendwo ist hier so ein verfluchter Archmal. Ich finde den nicht wo. Ach, ernsthaft? Das ist halt Mist, bitte. Wie haben die das gemacht mit der Tür? Frag ich mich. Das frage ich mich gerade wirklich. Wie haben die das gemacht mit der Tür? Wir haben die Doom Engine mäßig so eine Tür gebaut. Weil man muss ja bedenken, dass Plutonia 2 auf Original Doom Engine Basis gemacht ist und nicht auf Doom oder Skytech Feature Basis. Und da wundert das mich gerade schon, wie die so eine Tür gemacht haben. Das muss ich, nachdem die mal abgekratzt sind, genauer untersuchen. Das ist interessant, wirklich. Gute Frage, wirklich. Ist geil, aber ich frag mich echt, wie das realisiert wurde. So, dann muss ich nochmal zu diesen Dingern da drüben hin. Die Nerven, ne. Aber die nerven schon so ein bisschen. Ich würde die ganz gerne mal besuchen kommen.